Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Das Weltreiseschiff ist zurück in Hamburg und das zeigen wir euch. Danach gibt es ein wunderbares Schwesterntreffen und wir gehen nach Italien mit Entertainment Managerin Silvia. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Unser Weltreiseschiff AIDA Aura ist wieder zurück in Hamburg und wir waren natürlich dabei und es gab ordentlich Geschichten zu erzählen. Das Weltreiseschiff AIDA Aura ist zurück im Heimathafen Hamburg angekommen. In 117 Tagen haben wir die ganze Welt einmal umrundet. So viele Eindrücke, emotionale Momente, auch an Bord. Wir fragen jetzt mal die Gäste, wie es denen so gefallen hat. Wenn ich eine Zensur vergeben würde, ist nur eine glatte 1 mit Stern. Tolle Reise. Kann man nur empfehlen. Wir schöne Sachen erlebt haben. Ja, wir sind stolz darauf. Es war rundherum schön. Wir haben nicht einen Tag bereut. Es war wunderschön. Und AIDA, super Gastgeber. Paradiesisch, besser geht's gar nicht. Und vor allem auch gute Freunde gefunden haben zum Schluss. Ja. Schöne Abschiedsstunden, das ist richtig, aber das ist irgendwie ein bisschen zwiespältige Gefühle. Ja. Die haben sich so derart bemüht. Klasse. Super. Wir sind Hamburger und die Dresdner. Und da haben wir schon gesagt, nun wachsen wir zusammen. Ne? Cause we got everything we wanted here. Ach, wir haben so viele fremde Länder und Eindrücke von den verschiedenen Ländern erlebt. Oh Mensch, so wie Neuseeland. Ist ein Traumziel gewesen, war super, super toll. Ich gehe einfach nur los. Irgendwohin. Mein Mann wollte immer gern in die Südsee, ich wollte nach Südafrika und für mich war Südafrika wunderschön. Sydney war atemberaubend. Mein besonderes Highlight in Sydney war auch, dass wir overnight lagen, weil wir dadurch die Stadt in den verschiedensten Farben sehen konnten. Osterinseln fand ich klasse. Feuerland. Und dann natürlich Mauritius, wo wir mit einem ganzen Schwarm von den Delfinen geschwommen sind, morgens im Morgengrauen. Das sind so einmalige Erlebnisse, die werden einen ewig begleiten. Ich pick mal ganz speziell jetzt Bora Bora raus. Es ist wirklich so traumhaft, wie jeder Katalog verspricht. Wenn nicht noch schöner, weil die Lebensweise, die Lebensatmosphäre ist Wahnsinn. Gerade die Häfen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, die man noch nie gehört hat, Tauranga und Picton, die waren so malerisch. Der Weg ist das Ziel. Die Welt dann vielleicht gar nicht so viel. Ich bin selbst in Mosambik runtergegangen und das war so ein tolles Erlebnis zu sehen, wie glücklich eigentlich diese Leute sind und wie sie strahlen, obwohl sie nicht viel haben. Wenn man dann die ganzen Häfen kennenlernt, Länder, die in der Entwicklung sind, wie Mosambik, Südafrika, Senegal, ja, das hat uns sehr beeindruckt. Dort haben wir dann auch zugeschlagen. Das Besondere war, dass wir wirklich alle Big Five gesehen haben, und zwar aus nächster Nähe. Wir haben also wirklich die Nashörner erlebt, die auf der Straße lagen, und wir mussten eine halbe Stunde warten, bevor wir weiterfahren konnten. Ein Koala und die Kängurus. Und die Kängurus wurden frei. Das Programm ist der Wahnsinn. Also sei es der Pianospieler in der Bar, sei es die Liveband in einer anderen Bar, sei es das Theater, das besetzt war, sei es, dass noch irgendein Programm am Pooldeck war. Einmal um die ganze Welt. Die Leute haben gesungen, getanzt, Choreografie zu meinem Song. Mir geht nicht. Der hat uns auch richtig eingeheizt, ja. Alles zusammen. Einmal um die ganze Welt.
say goodbye when you don't have to go. I'd rather hear lies than what I need to know. Die haben sich gestern derart emotional von uns verabschiedet. Und da oben stehen sie. Das ist super. Es war wirklich sehr schön. Man kann es nur weiterempfehlen. AIDA, einmal AIDA, immer AIDA. See you later would suit me fine. You can use that one anytime. Tell me anything that you want. Ja, es war ein Kindheitstraum von mir und ich bin froh, dass ich mir den erfüllt habe. Don't say goodbye. Also die Welt gesehen zu haben, auch wenn es nur eindrucksweise war, war total spektakulär. Ein wunderschöner Film und wir bei AIDA, wir freuen uns ja immer richtig, wenn unsere Gäste so glücklich von Bord gehen, weil deswegen machen wir das alles, was wir machen. Und bei der Gelegenheit vielen, vielen Dank an alle Kollegen, die mitgeholfen haben, diese Reise zu so einem tollen Erlebnis zu machen. So, jetzt kommen wir zum Thema Familie, genauer gesagt zum Thema Familientreffen. Da hat doch neulich die kleinste Schwester die größte Schwester getroffen und es war ein großes Hallo, wie immer, wenn sich zwei Schiffe von uns im Hafen treffen. Guck mal. Liebe Gäste, herzlich willkommen im sonnigen Lanzarote. Wir begrüßen bei der Einfahrt natürlich unsere jüngste Tochter, die AIDA Nova. I see you, you see me. I'm as happy as a girl can be, oh. As a girl can be, oh. I see sun and feel the heat. Don't you know you make my world complete, oh, you make my world complete, oh, and you see me, ooh. Und jetzt geht's ab nach Italien, nach Luca nämlich, mit Entertainment-Managerin Silvia. Und sie hat uns mal so richtig italienische Momente gezeigt. Und ich sage nur eins, haben Sie Spaß. Buongiorno, AIDA Sol, buongiorno, Livorno, buongiorno, Luca. Wir starten unseren Tag nach 45 Minuten ungefähr in unserem Bus, dann hier in Luca mit unseren Gästen. Und ich freue mich sehr. Tolle Überraschungen, tolle Sachen geplant. Egal, was Sie machen, haben Sie Spaß. Wie können wir einen wunderschönen Tag hier in Luca empfangen mit einem Glas Champagner und sagen wir Salute! Cannelloni, cannelletto, rigatoni, rigoletto, trattoria, mamma mia, Lazio! Ich werde italienische Sätze schreiben. Wir gehen ein Cappuccino trinken, einen Espresso oder wir gucken was. Ja? Und dann die Gäste müssen auf Italienisch bestellen. Cinque Cappuccino? Und Espresso. Viaggi sempre nella tua vita e ridi sempre e godati la tua vita. Was ist das? Amazing. Did she say to me? Also amazing. Sie hat gesagt, also musst du immer in deinem Leben genießen, yeah? Und reisen mit AIDA, genau, und tolle Momente erleben. Fantastico. Wow. Jetzt wir kaufen frische Buccellato von diesem wunderschönen Forno und wir bringen das als Überraschung zu den Gästen. Mm. Bravissimo! Oh, perfetto! Mm. Mm. Also das war ein grandioser Tag zusammen hier in Luca. Grazie schön. Egal was Sie machen, haben Sie Spaß. Und wenn auch ihr mit der AIDA-Familie mal auf Reisen gehen wollt und tolle Destinationen kennenlernen wollt, dann geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Kiel und fahren als erstes nach Haugesund. Auf zum Nordkap, uns erwartet Honigsvåg. Die nächsten Häfen sind Leknes und Bodø. Wir besuchen als nächstes Molde und Åndalsnes.
Wir machen noch Halt in Oslo und Aarhus und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Kiel. Auf vielen unserer Reisen entstehen ja Freundschaften. Und wenn ihr heute hier unten drunter die Bilder postet von Freundschaften, die bei uns an Bord entstanden sind, dann freuen wir uns richtig. Und jetzt kommen wir zum Schluss wie immer zu den wunderschönsten Bildern von unseren Schiffen mit der allertollsten Musik von Bord. If I